Hey Leute, willkommen zurück zu Resident Evil 2. Wir machen weiter mit Claire und wir... Hier bebt's wieder überall und rumpelt und wie auch immer. Mann, 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 wir müssen Sherry finden. Wir sind gerade durch die Kanalisation und kommen jetzt hier weiter über diese Himmelsbahn. Ihr seht's schon. Habe ich das Feuerzeug dabei? Ach Mann. Warum habe ich das Feuerzeug nicht dabei? Jetzt muss ich später nochmal zurück und hier diese... Ja, ich wusste es doch. Oh, guck mal, die ist schon weg, die Himmelsbahn. Das heißt, Leon war schon hier mit Ada. Obwohl das ein bisschen komisch ist, ne? Wenn man überlegt, das war jetzt ein Unterschied von einer Minute. Und anstatt, dass der auf uns wartet, der blöde Leon, rennt der einfach mal mit seiner Ada hier weg, ne? Das ist schon... Nö? Nicht gerade rücksichtsvoll, lieber Leon. Hättest du mal warten sollen auf uns. So, ich glaube, ich werde auch mal die Knarre nehmen, weil die brauche ich bald eh nicht mehr. Ich will die gerade noch leer schießen. Oh. Sherry, you're okay. Sherry, did your mom give you something called G-Virus? Either a vial or a test tube? G-Virus? I've never heard of anything like that before. Are you absolutely sure? If you give it to me, I'll hold on to it for safekeeping. But I really don't have anything. It's the truth. But why would her mom say something like that? Wer jetzt aufgepasst hat und sie mal ein bisschen betrachtet hat, die liebe Sherry, der kann sich ja denken, wo was sein könnte. Aber nur mal... Oh, ohne Zwischenfälle sogar. Ohne Zwischenfälle. Oh, diese Kanone hier. Ich brauche was, um sie zu entzünden. Ja, ich komme gleich nochmal wieder. Ich komme gleich nochmal wieder mit Sherry. So. Ich glaube, hier kann ich jetzt schon verballern, weil da kommen ja mehr Zombies wieder. Ja, ich glaube, hier kommen die, genau. Ich höre sie schon. Nein. So, erstmal den. Oh oh. Warte. Ja. Oh oh. Was ist das? Aha. Sherry? Guck mal, die setzt sich gleich schon hin, die Plunz. Hab ich ja gesagt. Sie hat halt Angst, sie ist ein Kind, ich weiß und so, aber nö. Ein toughes Kind. Der beißt gar nicht. Der hat was. Oh. Du brauchst zwei Plätze, um diesen Gegenstand aufzuheben. Dann komme ich ja gleich nochmal wieder, du. Oh oh. Das war jetzt voll der Kopfschuss für Sherry, aber ist gut. Voll ins Gesicht. Oh, das stört sie nicht, die Kleine. Die ist zäh. Die kann auch mal so einen Schuss durch den Kopf ab. Naja, diese Elektrogun. Das sah ja aus wie so ein Elektrogewehr. Ich weiß gar nicht mehr. War die gut? Oh oh. Letzten Schuss. Die letzten Schuss. Oh oh. Oh oh. Sherry. Komm mal mit. Jawohl. Alle tot. Ja, ich muss eh nochmal ganz kurz. Dann komme ich wieder. Ja, jetzt kommen wir nämlich in dieses komische Kontrollräumchen. Wenn ihr euch erinnert, das kennen wir alles noch. Ach Leute, Nemesis. Nemesis. Könnten die das nicht nochmal neu auflegen? Das wäre so fantastisch, ich sag's euch. Sherry, wait here. I'm going to check it out by myself. Okay, I'll wait here, but hurry back. Na klar, Kleines, mach ich doch. So, erstmal das Spray. Hier liegen noch ein paar Granätchen. Das ist voll gut. Ich sag ja, guck mal, wir haben jetzt so viel, wir müssten eigentlich gar nicht mehr groß mit den anderen Waffen schießen. Also Pistole und Armbrust. Aber ich mach's mal, weil... Ist... So... Erstmal das Rad gegen das Feuerzeug, dann das Heilspray gegen das und dann das und dann das und dann das. Ja. Und dann das und das und das und das. Ja, ich weiß, voll übertrieben, aber so bin ich halt. Ne, warte, die Pistole lege ich noch ab. Ich brauche ja drei Plätze jetzt, ganz vergessen.
So, der Colt, weil das ist eh Quatsch. Ja bitte. Ja bitte. Einmal runter. Und ich meine eigentlich, das wäre dann jetzt alles gewesen da unten. Dann haben wir's. Da hinten ist auch noch Heilung um die Ecke, aber... Warte mal, ist da noch Heilung? Kein Zombie. Ja, sogar noch blaues und grünes. Ach komm. Also Gift ist jetzt überhaupt kein Thema mehr mittlerweile, aber... Gibt's eigentlich noch was, das einen vergiften kann hier soweit? Das Spiel ist so höflich. Es fragt immer nach, ob man das wirklich, wirklich tun möchte, als wäre das was Schlimmes, Kräuter zu kombinieren. Naja, je nachdem, welche Kräuter. Ihr habt ja schon gefragt, wie die das konsumieren. Also, ich glaube ja, die schmieren sich's auf die Wunden. Es könnte aber auch ebenso gut sein, dass die das rauchen oder dass die das irgendwie essen. Diese Teile, diese Kräuter. Weiß man nicht, ne? Weiß man nicht. Und dieses Schockgewehr? Ich weiß nicht. Ich probiere es mal aus. Wir gucken einfach mal, wie das funktioniert, weil... Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt Sinn macht, das Ding zu benutzen. Also beim Maschinengewehr war es ja ganz cool. Der Flammenwerfer, den habe ich gar nicht benutzt, weil... Den Flammenwerfer fand ich jetzt auch ein bisschen sinnlos bei den Pflanzen. Man konnte die auch so abschießen und hatte sowieso genug Munition. Ja, das hätte ich dir auch vorher sagen können, dass er da liegt. Ein Weapon-Box-Key. Wahrscheinlich bekommen wir jetzt mit Claire nur irgendwelche... Granaten oder so. Mit Leon war es ja richtig geil, die Magnum-Parts. Ich finde es auch ein bisschen übertrieben mit der Armbrust, dass man da direkt immer gleich drei Bolzen verschießt. Also einer wird es ja auch tun, oder? Finde ich ja persönlich. So, nimm das mal auf. Sparkshot. Ich glaube, den kann man sogar irgendwo aufladen. Weiß ich gar nicht. Weiß auch nicht, welche Reichweite das Ding hat. Aber ich glaube, mit dem konnte man nicht sehr oft schießen. 10 Schuss vielleicht? Schauen wir mal. Ich glaube, der war sogar irgendwie... Der hat manchmal mehr und manchmal weniger Prozente verbraucht. Ich habe den damals schon in den Händen gehabt. Das weiß ich noch. Naja. So. Klack, klack, klack. Dann... Ich mal wieder dich. Ich glaube, es wäre gar nicht mal so dumm, wenn ich mir jetzt noch ein bisschen Heilung einpacke. Nur für den Notfall. Nur für den Notfall. Den brauche ich jetzt auch noch nicht. So. Einen Platz habe ich nämlich jetzt am besten immer mal frei. Auch wenn es hier draußen Pistolenmunition gibt, soweit ich mich erinnern kann. Bei Leon war es zumindest so, hier hinten an so einem Haufen. Hier. Da gab es Pistolenmunition, oder? Ja, nö. Nö, nö. Guck mal, der ist jetzt auch hier runtergefahren. Seht ihr, die Bahn ist weg. So ein Arsch, ne? Der liebe, liebe Leon. Nee, weiß er ja nicht, aber... Wäre auf jeden Fall cool gewesen, hätte er gewartet. Warte mal, so, jetzt müssen wir hier nämlich schön... Ich glaube, das Ding reparieren, dass die... Also nicht reparieren, wir müssen jetzt einfach die Bahn zurückrufen. Oh, guck mal, da liegt ein Schlüssel. Ich hab's doch gewusst, es ist gut, einen Platz dabei zu haben. Den Control Panel Key. Ja, wir schauen mal den Monitor. Oh! Oh Gott. Hat er nicht so gerne, ne? Na komm. Komm schon. Komm schon. Was? Ich kann ihn nicht... Warum, wie siehst du ihn nicht an? Oh Gott. Oh Gott. Das war knapp. Das war so richtig knapp, Leute. Oh, geil. Trick 17. Jetzt können wir das aufnehmen. Ja, immer nur 6 Stück. Ich fände es irgendwie viel spannender, wenn der uns die ganze Zeit... Ja, es ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Also wenn er uns die ganze Zeit verfolgen würde. Aber dann eben auch mehr, also mehr Zeug fallen lässt. So wie der Nemesis. Ich kann es ja sagen. Ich meine, macht jetzt auch keinen Unterschied. Der liebe, liebe Nemesis in Teil 3. Das Spiel heißt ja immerhin so. Der kommt auch sehr oft und manchmal auch random. Und das finde ich gerade so den Reiz an dem Teil. Es ist halt so ein Vieh, was einen permanent verfolgt. Und man weiß nie so recht, wo man sicher ist. Wahrscheinlich nirgendwo. Das ist ja das Geile daran. So, ein Keyhole. Und da benutzen wir jetzt erstmal den Control Panel Key. Und rufen den Wagen. Wo
Wunderbar. Okay, Sherry, let's go. Ja, also lang ist es auch wieder nicht mehr hin, wenn ich jetzt so überlege. Lang dauert es auch nicht mehr, bis wir hier durch sind. Geht jetzt alles ganz flott wieder mal. Also unten im Labor ist dann immer so das Finale angesagt. Sherry, jetzt hockt die sich wieder hin, die Plunz, ne? Eben hat es kurz gestockt, warum auch immer. Ich hoffe, die Aufnahme läuft noch. Ja. So, du Plunz. Warum auch immer die jetzt hier reingehen, frage ich mich. Oh ja, die mutige Claire. Hat sie schon recht, aber wir wissen ja ungefähr schon, was da auf uns zukommt. So, erstmal nachladen. Ein Sparkshot, ich weiß es gar nicht, oder? Soll ich den mal nutzen? Ich mache jetzt mal den Sparkshot in... Oh ja. Wenn ich rausgehe, dann kann ich eine Zeit lang nicht rein. Wunderbar. Eigentlich müsste es ja umgekehrt sein. Also ich erst gar nicht raus kann, während das Ding fährt. Aber naja. Und klack. Dass der aber auch genau immer hier wartet, das Vieh, ne? Oh, oh. Ich fand das Tyrant-Design hier übrigens immer am geilsten in Teil 2. Oh nein. Oh, jetzt wird er gefährlich. Oh nö, geh weg. Ja. Ich glaube, wenn er die Arme hebt, dann wird es richtig übel. Hau ab. Du Drecksau. Oh, Claire, lauf, lauf, lauf. Oh Gott, wie viele Schuss habe ich denn noch? Ah, guck mal, das ist genau. Das geht nicht wirklich nach Prozenten. Also, das ist keine bestimmte Menge, sondern... Oh ja, das war's. Ja, das waren jetzt 4% für den Schuss. Yay, wir haben ihn vertrieben. Alter Schwede, die sind so krass, die Viecher, ne? Also, ich finde den Tyrant hier mit am geilsten, muss ich mal sagen. Der ist richtig gut gemacht. Und diese ganzen Mutationsstufen. Also, dann lieber G als T, sage ich mal. Das ist cool. Richtig cool. Und wir können wieder. Was? Isn't this... That's okay. You keep it. I'm sure it'll keep you safe. Wait here for me, okay? I'm going back to look for your mom. Thanks, Claire. Even though I'm an only child, neither of my parents ever spent much time with me. Because of their work. But now that you're with me, I finally have someone to rely upon. Sherry. Och, wie süß. Ja, das ist jetzt auch wieder ein bisschen doof wegen dem Extra-Kostüm. Normalerweise hätte jetzt Claire nur ihr schwarzes Shirt an, glaube ich. Und diese rosane Weste, die wirklich aussieht, als würde sie dem neunjährigen Mädchen gehören. Ja, die hat jetzt Sherry an. Da kann ich jetzt hochsteigen, aber ich weiß gar nicht, war hier noch was? Nee. Ja, also Claire ist sehr betont angezogen, sage ich mal, und die hat halt Klamotten an, die ihr eigentlich gar nicht mehr passen sollten. Tun sie auch nicht, sie hat ja die Weste nicht mal zugekriegt. Ja, ja, die liebe Claire. Das etwas freizügige Rocker-Weibchen. Ist nicht abfällig gemeint, falls ihr das denkt. Ja,
super geil. Claire und Leon haben es nicht so mit aufpassen, habt ihr schon gemerkt, ne? Ein Aufzug, aber der Strom ist nicht an. Die sind beide so ein bisschen... Ich würde jetzt nicht unbedingt mein Leben in ihre Hände legen, sage ich mal. Also vor allem nicht bei Leon. Claire, die tut ja ihr Bestes. Sie ist ja nicht mal ausgebildete Polizistin oder sowas wie Leon. Ach, guck mal, da können wir jetzt eine Kiste. Ich werde mal die Kräuter wegpacken, die einen. Diese hier. Was soll der Terz? Ich werde die mal kombinieren. Vielleicht finden wir bald wieder ein rotes. Oh, jetzt habe ich sie benutzt. Ah, egal. War lauter. So, die Kiste können wir jetzt, glaube ich, gut gebrauchen da unten. Schiebe ich mir mal eben hier drauf. Merke, wenn sowas hier ist in alten Spielen, eine Kiste, die sich vom Hintergrund abhebt und ein Aufzug, mit dem man so eine Kiste eventuell bewegen kann, sollte man vielleicht erstmal die Kiste draufschieben. Das könnte sich dann als des Rätsels Lösung erweisen. Nicht wahr? So, und runter. Klonk, klonk. So, und jetzt gucken wir mal. Wo kann ich die denn hinbringen, die Kiste? Oh, hi. Ist doch ein Toter. Oder lebst du noch? Was haben wir denn hier? Investigativer Report von P. Epsilon, des Gases eben. Dieser Report benötigt sofortige Aufmerksamkeit. Das P. Epsilon-Gas hat sich als, Achso, das kann auf jeden Fall alle BOW-Einheiten, die bioorganischen Waffen, ausschalten. Als solches ist es für den Notfall vorgesehen. Infolge eines BOW-Ausbruchs. Also alles, was mit dem T-Virus und G-Virus zu tun hat. Die Reportagen oder die Berichte basieren auf den, auf den gesammelten Informationen während des Zwischenfalls. Wegen negativen Nebeneffekten. Das P-Epsilon-Gas hat sich als, gut dabei erwiesen, BOWs zu schwächen, die zellularen Funktionen derer. Auf jeden Fall, auf jeden Fall wird das, wenn die Kreaturen weiter diesem Gas ausgesetzt sind, dann werden sie sich dagegen wohl so ein bisschen Antikörper bilden. Des Weiteren, Some Species. Also manche Kreaturen wurden dabei beobachtet, wie sie das Gas absorbieren und als eine Art Nahrungsquelle aufnehmen. Also sollte das P-Epsilon-Gas nur in wirklich seltenen und extremen Fällen eingesetzt werden. Wir empfehlen der Autorität, das P-Epsilon-Gas so schnell wie möglich wieder einzuführen. Diese sollte sofort stattfinden. Das R&D Room Security Team. Ja, auf jeden Fall habt ihr es gehört. Das Gas, dieses P-Epsilon-Gas, sollten wir im Hinterkopf behalten, weil es eben sehr gut ist gegen diese Kreaturen. T-Virus und G-Virus-Viecher halt, ne? So, wisst ihr Bescheid, Herzlein. Schätzlein. So, ich glaube, hier die Kiste müssen wir dahinter schieben. Ist jetzt auch überhaupt nicht anstrengend, sowas. Also, ne? Dass Claire das machen darf. Die arme Claire. So, weil ich glaube nämlich, da müssen wir hochklettern. So, haben die mit Absicht so ein bisschen verschachtelt gemacht hier. Dass ich da auch wieder rankomme. So. Und wieder so, ja, ein bisschen fummelig das Ganze, aber muss. Vor allem, das ist eine massive Stahlkiste. Guck mal, Claire mit ihren dünnen Beinchen, wie sie das Ding einfach mal da rumwuchtet. Ich finde ja, sie ist sehr schlank. Kann man gar nicht glauben, dass sie so eine Kraft hat hier. So, ruf da. Und ruf da. Und ruf da. Ruf da da. Mal, komme ich da überhaupt durch? Ne, ist verschlossen. Power Room. Ich hoffe mal, die Kiste setzt sich nicht zurück, wenn ich die jetzt da stehen lasse. Das wäre total ärgerlich. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, kann man die so schieben, dass man gar nicht mehr rankommt? Wahrscheinlich, ne? Man kann sich ja auch so ein bisschen verbauen alles, schätze ich mal. Ich hoffe es nicht, aber es könnte möglich sein. Oh, nee. Hört ihr es schon wieder? Mit einem Schockgewehr einfach mal die Viecher gekillt. Dreckige Viecher. Na, komm, was ist da denn Schönes?
Ja, sieht aus, als wäre es für den Aufzug da. Machen wir den mal an, ne? Gut. Ist hier noch was? Iron Smelting Pool. Ja, der Eisenschmelzpool. Nur für Angestellte. Das ist so die Wellness Area hier, glaube ich. Da dürfen nur Angestellte schwimmen gehen. Aber gut, da oben war eine Schreibmaschine, Leute, glaube ich. Ich denke mal, die werde ich jetzt nutzen, um dann auch den Part mal wieder beenden zu können. Das mache ich jetzt aber gleich offcam. Auf jeden Fall hoffe ich, ihr unterstützt mich weiter. Lang geht's nicht mehr, aber seid euch gewiss, in Zukunft mehr Resident Evil mal wieder. Auf jeden Fall auch diese Lightgun-Shooter für Wii habe ich ja schon angekündigt, wenn ihr es verpasst habt. Meine Wii geht jetzt endlich. Und, dann kommt vielleicht mal was. Ich muss noch mit dem Sensor irgendwie... Ich habe schon getestet, der ist direkt einen halben Meter vor mir auf dem Schreibtisch, auf dem Computerschreibtisch. Und der funktioniert nicht so ganz, wie ich das gerne hätte. Vielleicht muss ich mich dann weiter wegsetzen davon und dann eben von weiter hinten aufnehmen. Auf jeden Fall, liebe Leute, schaltet wieder ein, wenn es heißt Resident Evil 2.